Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem DOS-Let's Play. Bei diesem Spiel, Space Quest 6, handelt es sich um einen Klassiker der Point-and-Click-Adventures von der guten alten Spieleschmiede Sierra. Und es handelt sich hauptsächlich um ein sehr parodielastiges Spiel auf Science Fiction bezogen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt mal los. Die Star Confederation hat ihre Entscheidung getroffen. Roger Wilco, treten Sie bitte vor. Roger Wilco, Sie wurden der folgenden Verbrechen für schuldig befunden. Verlassen Ihres Postens, nicht befolgen von gegebenen Anweisungen, Missbrauch von Starcon-Eigentum, Desintegration eines Offiziers, unerlaubtes Eindringen in eine Fortsetzung und Verkehr mit einer ranghöheren weiblichen Dienstperson. Haben Sie etwas zu Ihrer Verteidigung vorzutragen, bevor das Urteil verkündet wird? Das waren den Vorgängern und die habe ich nicht gespielt. Versteht ihr Jungs denn keinen Spaß? Oh, nicht schlecht. Haben Sie etwas Intelligentes zu Ihrer Verteidigung vorzutragen, bevor das Urteil verkündet wird? Nein. Wie Sie wünschen. Dieses Gericht hat entschieden, dass Sie zur Strafe für Ihre Verbrechen an der Star Confederation degradiert werden. Sie verlieren hiermit den Rang eines Captains. Sie sind hiermit kein Offizier der Star Confederation mehr. Ihre Dienstzeit an der Starcon Akademie ist hiermit beendet. Allerdings. Fummel. Aufgrund Ihrer erfolgreichen Rückkehr zur SCS Eureka, Ihrer Rettung der Besatzung der Goliath und der Tatsache, dass niemand so gut mit hartnäckigen Stockflecken und Abdrücken von schwarzen Gummisohlen fertig wird wie Sie, werden Sie an Ihren alten Posten in der Starcon-Flotte zurückversetzt. Sie erhalten hiermit Befehl, mit sofortiger Wirkung Ihre Pflichten wahrzunehmen als Hausmeister zweiter Klasse an Bord der SCS Deep Ship 86. Ja, wie gesagt, die Vergehen fanden alle im Vorgängern statt und die habe ich noch nicht gespielt und ich weiß auch nicht, ob ich sie spielen werde, weil die sind mir dann noch ein Ticken zu DOS-Game-mäßig. Das ist nun unser neuer Einsatzort, die SCS Deep Ship 86. Und wir saugen. Achtung an alle. Hier spricht Ihr Captain. Ich möchte mich bei Ihnen allen für die außergewöhnliche Pflichterfüllung in unserer letzten Episode Alles fein auf Gamma 9 bedanken. Also, danke, danke, danke.
Danke, 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 danke. Bei jedem Einzelnen bedanken. Danke, 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 danke. Ich glaube übrigens, das Katzenartige an Kilbasa. Als Gäste der Aufmerksamkeit werden wir in Kürze für einen kurzen Landurlaub auf Polisorbat 60 landen. Viel Spaß und tun Sie nichts, was ich nicht auch tun würde. Kilbasa, Ende. Währenddessen in einem verlassenen Lagerhaus etwas außerhalb der Galaxis. Es ist mir absolut egal, wie Sie es anstellen, meine Herren. Hauptsache, sein Körper ist unversehrt. Haben Sie das verstanden? Ja, stimmt. Genau. Richtig. Verstehe ich auch. Logisch. Verstehe. Wie Sie wünschen. Claro. Wie Sie wünschen. Claro. Ja. Gut. Also, ich bin sicher, dass Sie ihn hier finden werden. Auf Polisorbat 60. Auf Landurlaub. Ein bisschen Evil Plotting muss auch sein. Okay, fertig. Energie. Ach je, so viele Anspielungen. Naja, Während wir uns unserem Helden Roger Wilco anschließen, ist er gerade auf die Oberfläche von Polisorbat 60 gebeamt worden, um einen kurzen Landurlaub zu verbringen. Offensichtlich gab es während des Vorganges einige unbedeutende Problemchen. Also, wenigstens sind sie mit all ihren wichtigen Teilen hier angekommen. Ihren Händen, ihrem Mund und ihrem Magen. Oh, klasse. Wirklich wunderbar. Verdammt gute Arbeit, du metallener Mülleimer. Mist, ist das eng. Verdammt eng. Obwohl, irgendwie fühlt sich das gut an. Ich erinnere mich noch, wie ich die von meiner Mutter getragen habe. Schwamm drüber. Keine Zeit für Nostalgie. Ich muss mich zuerst um ein schwieriges Extraktionsproblem kümmern. Ja, wie gesagt, ich denke mal, dass die Katzengestalt des Captains Kilbasa eine Anspielung auf die katzenartige Rasse der Kilra in Wing Commander ist. So, das wollte ich noch loswerden. Danke, guter Mann. Lieber Himmel, ich hoffe, alles ist mit mir rausgekommen. So, und dann gucken wir uns doch gleich mal um, was wir denn so alles an Witzen direkt auf der ersten Seite finden. Roboswein 8, die Abrechnung. Ein paar schöne Stunden, Altaira und eine Telefonnummer. So. Wie funktioniert dieses Spiel? Im Großen und Ganzen, wenn ich irgendwo hingehen muss, muss ich die Füße auswählen, ist klar, und kann rumlaufen. Wenn ich mir etwas betrachten will, dann gucke ich mir die Augen aus und klicke zum Beispiel diesen Alien-Penner hier an. Sie denken, wenn Sie das fertig bringen, dass ein Kerl mit der Hautbeschaffenheit eines Elefanten eigentlich kein Problem mit diesem Klima haben sollte? Genau, wenn ich etwas berühren will, benutze ich die Hände. Auch das zeige ich jetzt erstmal. Klar, Sie waren eine sehr, sehr lange Zeit im Weltraum. Aber sollten Sie da nicht doch ein wenig auf die Gewissenunterschiede achten? Wenn ich mit jemandem sprechen will, verwende ich den Mund.
tief in sich lacht er noch tiefer in sich hinein. Bei dem Gedanken, dass er sich tatsächlich für das interessieren könnte, was Sie sagen. Ansonsten habe ich hier mein Inventar. Auch da kann ich wieder angucken. Ihre momentane Bakasoid-Kollektion. Bakasoid ist die Währung. Ich kann sie auch anfassen. Sie können den Bakasoids auch nichts mehr zufügen als das, was die Inflation Ihnen schon angetan hat. Hilfe ist einfach nur so Pop-Up-Teile. Und ich kann wieder spielen. Genau wie hier wird mir im Spielfeld wird nichts angezeigt, aber hier unten wird halt erklärt, dass was gut ist. Und Einstellungen kann man hier speichern, laden, über und so weiter. So, ich habe jetzt nochmal an der Soundeinstellung kurz gespielt und spielen. Ja, offensichtlich langweilt sich Roger schon, deswegen schauen wir mal, was wir hier sehen. Das ist ein interessantes Gerät. Ihre üblicherweise schwachen Geisteskräfte können sich tatsächlich erinnern, ein Bild von sowas in der Schiffsbibliothek gesehen zu haben. Stellen Sie sich vor, man nennt es Fahrrad. Die Leute haben es benutzt, um sich damit unter Verwendung eigener Muskelkraft fortzubewegen. Mein Gott, was für Schwächlinge. Bei näherer Untersuchung fällt Ihnen eine Art Ausweis auf, der am Lenker hängt. Ich liebe diesen Erzähler. Und den Ausweis nehmen wir gleich mal an uns. Wie Sie den Ausweis nehmen, fällt Ihnen auf, dass das Bild ein eher heimselig aussehendes Alien zeigt. Es kann vermutlich nicht jeder so viel Glück haben wie Sie. Ja. Den schauen wir gleich mal an. Das ist die Ausweiskarte von dem Alien, dem das verrostete Fahrrad gehört. Das Foto des früheren Besitzers ist ziemlich schlecht. Verglichen damit produzieren Passbildautomaten wahre Kunstwerke. Na gut. So, wir haben Landurlaub und dementsprechend eigentlich nicht wirklich eine Mission. Sondern erstmal uns amüsieren. Deswegen würde ich sagen... Spirituosen, Ausgang. Laufen wir erstmal ein bisschen rum, bis wir irgendwas Interessantes finden. Oha. Interessant. Die scheint auf jemanden zu warten. Könnte eine dieser berufstätigen Damen sein, von denen Ihnen Ihre Mutter immer erzählt hat. Die zwei sehen genau wie die Typen aus, vor denen mich Mutter immer gewarnt hat. Vielleicht sollte ich sie meiden. Vielleicht sollte ich sie mal anfassen. Können Sie sich das leisten, Larry? Roger? Larry, ich nehme mal an, es ist Letter Sweet Larry gemeint, der auch eine Adventure-Reihe hat, in der es hauptsächlich darum geht, dem Loser Larry Leffer zum Stich zu verhelfen. Aber das nur am Rande. Was ist das? Sie fragen sich, ob es da eine Verbindung zwischen dieser Art von Abfallentsorgung und einem erfolgreichen Unternehmen wie diesem Implantate-Dings geben könnte. Wow, das ist irgendwie wahnsinnig tiefsinnig. Dieser Teil der Stadt verströmt fast so viel Glamour wie der Rest. Okay. Ah, hier geht's ins Hotel, da will ich noch nicht rein. Schauen wir mal weiter auf den Straßen, ob wir was finden. Ah, eine Spielhalle gibt's hier und eine Bar. Der Kerl sieht jetzt freundlich aus. Versuchen Sie daran nichts zu ändern. Alles klar. Ah, wir sind hier zum Amüsieren, also gehen wir erstmal in die Spielhalle.